wenn man ein Kondom wäscht nach dem Sex, du machst es sofort sauber. Wie oft kann ich das benutzen? Aber ich habe. So. Wer bist du? Ich bin Johannes. Johannes. Genau. Ich bin dir, großes Bro. J und kleiner Hannes. So, Johannes, bist du bereit? Auf jeden. Stell dir vor, du bist ein Busfahrer. Ja. Und du fährst, ich muss mich dafür anlehnen, weil das dauert eine Weile. Du fährst mit 10 Leuten los. Mhm. Und nach der dritten Haltestelle kommen 3 Leute hinzu. Mhm. Dann fährst du nochmal 2 Haltestellen, kommen 8 Leute hinzu. Dann fährst du nochmal 10 Haltestellen und es kommen 2 Leute hinzu. Dann kommt die allerletzte Haltestelle, steigt ein, Kinder unter 12 zählen nicht, also das zählst du nicht mit. Okay. Jetzt kommt die Frage. Warte, einen Moment. Wer fährt den Bus? Lass mich, der Busfahrer. Wer fährt den Bus? Das reicht nicht. Na, der Busfahrer. Das reicht mir nicht. Also, wer fährt den Bus? Ich hab dir gesagt, wer den Bus fährt. Du hast zwischendurch einfach nicht aufgepasst. Ja. Ich habe von Anfang an gesagt, stell dir vor, du bist Busfahrer. Wenn ich eine E-Mail verschicke, von Leipzig nach Halle, das sind so 50 Kilometer Entfernung. Jetzt schicke ich dieselbe E-Mail 5000 Kilometer weit weg, das halt einfach 100 Mal mehr ist. Wie lange dauert es, bis ich die E-Mail dort auf den Rechner geschickt habe? Na, eine Sekunde so. Was? Antworte lieber du, das war auf jeden Fall nicht richtig. Ja. Stell dir vor, du hast 10 Heuhaufen, packst 2 Heuhaufen hinzu und nimmst nochmal 3 weg. Wie viele Heuhaufen hast du? 9. Du hast einen großen Heuhaufen. Ja, du hast ja irgendwie gesagt, ein Heuhaufen oder irgendwie 10 Heuhaufen. Naja, 10 Heuhaufen, dann packst du 2 dazu, nimmst 3 weg. Was hast du dann? Da hast du einen großen Heuhaufen. Wow. Und wenn wir ehrlich sind, hast du einen großen Heuhaufen. Wow. Siehst du mein Gesicht? Siehst du mein Gesicht? Das ist nicht witzig. Also, der G20-Gipfel, der war ja erst. Alter, kannst du mal bitte ranzoomen, was da drüben für eine übelste Bauarbeiterspalte sitzt? Ui. Das ist heftig. Yeah. Baby, dein Arsch wie J-Lo. Ein Segelflugzeug stürzt ab, genau auf der Grenze zwischen Deutschland und Frankreich. Genau auf der Grenze, genau in der Mitte. Geht natürlich kaputt beim Absturz, aber der Motor bleibt bestehen. An welches Land geht der Motor? Na, wenn es dort abstürzt, dann ist es ja, kommt es drauf an, wo, wie das, halt, wie es abstürzt und keine Ahnung, wo der Motor halt hinfliegt. An welches Land, wenn das genau in der Mitte ist, wirklich exakt, jedes Land hat den gleichen Anteil von Motor sozusagen. An welches Land geht trotzdem der Motor? Oh, kommt drauf an, wo dieser Motor halt hergestellt wurde. Ja, wohin geht ein Segelflugzeug hat gar keinen Motor. Ja, okay, toll, scheiße. Du verhaftest eine und benutzt halt ein Kondom mit ihr, hoffentlich. Wenn du es danach richtig krank sauber machst, also so richtig, richtig sauber machst, theoretisch, wie lange könntest du es noch benutzen? Ich würde es wegschmeißen, rein wegen der Hygiene einfach. Aber jetzt leben wir nicht schon genug in einer Wegwerfgesellschaft? Dafür sind doch Mülleimer da, damit man was wegschmeißt. Dass wir alles wegwerfen? Dann nehme ich lieber ein neues, anstatt irgendwelche Risiken zu verursachen. Du belastest die Umwelt damit, wenn du so viel wegschmeißt. Nee, ich will ja aber auch nicht schon mit 16, 17 Vater werden, weißt du, was ich meine? Guter Mann, guter Mann. Er hat's erfasst, ne? Er hat's kapiert, du nicht. Du Wichser! Ihr wisst, was ein Kondom ist, oder? Nein. Weißt du, was ein Kondom ist? Nein. Wenn man ein Kondom wäscht, wie oft kann ich das benutzen? Weiß ich nicht, ich habe ihn noch nicht benutzt. Nach dem Sex. Du machst es sofort sauber. Du machst es sofort sauber. Wie oft kannst du das noch benutzen dann? Wenn du das richtig sauber machst. 3 Minuten so? Ja, aber ich habe ich. What the f, man? Es gibt eine Menge fieser Krankheiten. Ja. Allergien haben die Leute in allen möglichen Bereichen. Es gibt sogar eine Sonnenallergie, eine Wasserallergie. Richtig schlimme Sachen. Aber was könnte man gegen Libido tun? Gegen was? Libido. Hat irgendwas von Bilou so. Von Bilou? Ja, Libitu, Bilou. Out of Beavis and Butthead. The message. It's like... Du bist 6 Jahre alt. Ja. Deine kleine Schwester ist halb so alt wie du. Ja. Du bist 66, wie alt ist sie jetzt?
Ich hab 63 Euro. Junge, wenn deine Schwester, dann ist sie 33, oder? Ja. Na, Theorie? 33, theoretisch. Also. Wenn er 6 ist und sie 3 und wenn er 66 ist, ist sie 33. Aber wenn ist es jetzt falsch, oder? Warum? Bei dir, wie kommst du auf dein Alter? Naja, ich meine, wenn ich jetzt 6 bin und sie ist 3, dann ist sie ja 3 Jahre jünger. Wenn ich 66 bin. Ach so! Also woher kommt ihr erstmal? Leipzig. Und ihr seid schon immer in Leipzig? Ja. Okay, beide nicht zugezogen, das ist sehr schön. Wie viele Einwohner hat Leipzig? Wisst ihr wirklich nicht? 4000 noch oder was? 4000. 4000? Wo lebst du, Alter? Der, die oder das gerade Kurve? Die gerade Kurve. Es gibt keine gerade Kurve. Das ist so dieser übelst dumme Witz, der immer gemacht wird. Das war fies, tut mir so leid. Wo ist Deutschland? Ich kann sowas nur. Vielleicht irgendwo hier. Strange Mann jetzt. Da. Wo? Das ist so bei. Wo? Ja, das sieht aus wie Afrika. Warte mal eine Sekunde. Das sieht aus wie Afrika. Eine Sekunde. Das sieht aus wie Afrika, aber zeig drauf, als wärst du Deutschland. Das ist geil. Kann es sein, dass du dumm bist? Ein Obsthändler ist 1,60 Meter groß. Wie viel wiegt der? Wieso? Naja, er kommt drauf an, ob der ist dick oder nicht. Die Frage ist lösbar. Was wiegt er? Naja, das kommt auf sein Körpergewicht. Sein Körpergewicht? Wenn er 1,60 groß ist, das ist einfach. Er wiegt Obst. Obst. Obsthändler, Mann. Nehmen wir an, ein Segelflugzeug stürzt an der Grenze von Deutschland zu Frankreich ab. Genau auf der Mitte, genau auf der Grenze. An welches Land geht der Motor? Egal ob kaputt oder nicht. Die müssen das Ding trotzdem verwerten. Hau nicht ab. Digga, denk nach, Digga, denk nach. Das ist safe über einfach, warte mal. Scheiße, Alter, Luxemburg. Alter, was? Keine Ahnung. Wie kommst du? Alter, kack. Wenn ihr überlegen müsstet, was der beste YouTuber in Leipzig ist. Aha. Wie heißt der Kanal? Katja Kaffee. Really, nigga? Nee, ihr schneidet das so rein, dass... Nein, das war Spaß. Okay, wir studieren das jetzt nochmal ein. Also, wenn ich euch frage, was der beste YouTuber in Leipzig ist, sagt ihr BeerBroTV. Was ist der beste Kanal in Leipzig? Katja. Katja Kaffee.